was so los war. Oder keine Ahnung. Nachdem ich nach meinem Kunststudium ein Dreivierteljahr in einer Fabrik für Fensterrahmen arbeitete und nachdem ich dann wiederum ein Dreivierteljahr von meinem Ersparten lebte und mich danach Nachzahlung an die Krankenkasse fast in den finanziellen sowie existenziellen Ruin trieben, in Klammern: Seit 2013 muss jeder krankenversichert sein, egal ob er will oder nicht, und selbst als Mindestbeitrag um die 160 Euro pro Monat zahlen. Und nachdem dann auch die geldliche Aushilfe meiner Eltern auslief, musste ich mir also wohl oder übel wieder einen Job suchen. Da ich zu meiner letzten Arbeitsstelle täglich immer fast 2 Stunden hin- und zurückfahren musste, suchte ich diesmal gezielt nach Jobs in der Nähe meines Bezirks und wurde relativ schnell fündig. Helfer für Lehrgut gesucht. Kein Vorwissen oder Schulabschluss nötig. Das klang gut. Ich wollte sowieso etwas machen, das mich geistig nicht allzu sehr und körperlich wenigstens ein bisschen beanspruchte. Obwohl ich ja selber gar nicht so genau wusste, was mich erwarten würde. Irgendwas mit Lehrgut jedenfalls. An meinem ersten Arbeitstag sollte ich 7:45 am Eingang des Supermarktes auf einen Herrn Schmidt warten und er kam und kam einfach nicht. Was auch daran liegen konnte, dass ich bereits eine halbe Stunde früher auftauchte, nur um sicher zu gehen, den Eingang zu finden. Dann endlich 7:50 sah ich, wie ein langhaariger und vollbärtiger Mann von seinem sprichwörtlichen Drahtesel stieg und sein klappriges Gefährt am Geländer des Fußweges abschloss. Hallo, Justus Schmidt mein Name. Sie sind bestimmt Herr So-und-so. Ja genau, Herr So-und-so, der bin ich. Gut, dann wollen wir mal nicht lange fackeln, wa? Ja! Von irgendwoher kannte ich den Mann doch. Just als Justus und ich uns die Arbeitsschuhe übergestreift hatten, liefen auch schon die ersten Sternbürger und Club Mate über das Rollband, welches sich hinter den beiden Pfandflaschenautomaten befand und den abgegebenen Inhalt auf 2 Metallflaschen, Tische genannt, beförderte. Und meine Aufgabe schien es zu sein, die Flaschen in die neben mir gestapelten Kästen zu verräumen. Doch Vorsicht, jede Flaschenform hat ihre eigene Kiste, wie Herr Schmidt erklärte. Longneck nur in 5x4er Kästen, 0,33er nur in 6x4er, Augustiner und Konsorten sind extra, Club Mate sowieso separat, Berliner Bier, also Sternburger, Berliner und Schulters auf einer eigenen Palette, Leihkästen gibt's auch noch und zu den Plastikflaschen kommen wir gleich. Ich nickte und hatte binnen weniger Sekunden wieder alles vergessen. Dann erklärte mir Pfandflaschen-Justus, wie ich ihn in Gedanken bereits nannte, die weiteren Abläufe und ich fragte mich immer zu, woher ich den Mann nur kannte. Ich musterte ihn mehrmals unauffällig von Kopf bis Fuß. Und dann fiel es mir plötzlich wie Schuppen von der Fischhaut. Er glich Jonathan Mese bis aufs Haar! Wobei dieses wiederum den fast einzigen Unterschied auszumachen schien, denn anders als beim Grüß Adolf Künstler war Herrn Schmidts Haar bereits größtenteils ergraut, beziehungsweise sozusagen verwaist. Aber sonst war die Ähnlichkeit geradezu frappierend. Selbst die Stimmlage war die gleiche, um nicht zu sagen dieselbe. Fehlte nur noch der Ganzkörper Adidas Trainingsanzug. Konnte es wirklich sein, dass der vermutlich steinreiche Mese neben dem Künstlerdasein noch ein geregeltes Arbeitsleben als Leergut-Helfer im Supermarkt führte, eventuell um nicht völlig verrückt zu werden? So als Ausgleich, Gerd Gunnemann fuhr ja neben der Liedmacherei auch Bagger- und Braunkohlebergbau und Jonathan Mese wohnte meines Wissens zudem ebenfalls in Berlin. Aber der Aufwand, jeden Morgen die Haare weiß und anschließend wieder braun zu färben, schien mir nach langer Überlegung dann doch etwas zu übertrieben. Wer weiß, vielleicht ist Justus S. tatsächlich der verschollene Bruder oder der verstoßene Zwilling, der es nur zum Pfandflaschenboy geschafft hat. Naja, selbst wenn, egal. Sowieso alles scheißegal. Eigentlich war nur ein Probearbeitstag vorgesehen. Weil ich mir jedoch noch nicht so ganz sicher, ob der vielen Flaschenmarken und verschiedenen Kassenvarianten war, ging ich lieber noch ein zweites Mal am Tag darauf für lau arbeiten. Und die Samstagsfrühschicht wurde unerwarteterweise zum Desaster. Denn was ich nicht wusste, Samstage sind selbst für eingearbeitete Leute fast immer Katastrophe. An Pausen ist nicht zu denken. Man kann sich ungefähr vorstellen, wie ich mich schlug. Gott sei Dank war Routinier Schmidt zugegen und half gekonnt aus. Doch nach Feierabend war klar, diesen Beruf konnte ich unter keinen Umständen ausüben. Es war einfach nicht zu machen. Ich musste mir die Niederlage eingestehen. Den ganzen Sonntag über zwickte und zwackte es mich jedoch gedanklich gewaltig. Das konnte da einfach nicht wahr sein, dass ich bei so einem vermeintlichen Dulli-Job so kläglich versagt hatte. Selbst ein Mädchen sollte angeblich mit unter den Lehrgutleuten sein, obwohl die Arbeit vor allem körperlich recht anstrengend ist. Und so schnell wollte ich einfach nicht aufgeben. Also ging ich montags darauf abermals in die Flaschenkammer des Grauens und sortierte Oettinger, Augustiner, Hofbräu, Fanta und Cola in die dafür vorgesehenen Kisten und Kästen.
Es lief. Naja, einigermaßen. Ab und zu musste Jonathan Justus Mesenschmidt zwar noch aushelfen, aber am Ende der Schicht stand für mich fest. Ich würde es wagen. Vertragsunterzeichnung stand eh gleich am nächsten Tag an und schon 2 Tage später war es dann soweit. Mein erster alleiniger Arbeitstag. Denn das war die Arbeit nämlich. Ein Ein-Mann-Job. Alles, was ich beim amtierenden Grand Champion of the Lehrgut in den vergangenen 3 Tagen in Windeseile mehr oder weniger gelernt hatte, musste jetzt sitzen. Vor allem vor dem richtigen Stapeln der Kisten und anschließendem Herausbringen der vollen Paletten hatte ich riesen Schiss. Naja, bei ersterem würde es sicherlich nicht allzu schlimm sein, wenn mal eine Kiste falsch gestapelt wäre. Mit meinen quasi nicht vorhandenen Hubwagen-Skills sah ich jedoch allein beim Gedanken an den täglichen Gang ins Lager mehr als schwarz. Ich konnte förmlich schon den Aufprall von den 800 Bierflaschen pro Palette hören, nachdem ich irgendwo aneckte, ja anecken musste, und den Gestank von überschalem Bier riechen, welche sich dann anschließend langsam im Supermarkt ausbreiten würde. Es kam aber alles ganz anders. Bis jetzt ist die Arbeit tatsächlich relativ entspannt, wobei ich riesen Glück habe, bisher größtenteils nur wochentags und dazu in der angenehmen Frühschicht eingesetzt worden zu sein. Außerdem ist im Winter bis Frühling eh relativ wenig los, da die Leute im Sommer natürlich mehr trinken, / saufen. Nur vor der Rampe im Lager habe ich nach wie vor ziemlichen Respekt, beziehungsweise nackte Angst. Denn um die vollen Paletten abzustellen, muss man immer ein wenig Schwung holen, um über einen kleinen Huckel drüber zu kommen. Und einmal wäre ich tatsächlich fast mit einer vollen Ladung Milchkisten übers Ziel hinausgeschossen und hätte diese in knapp 2,5 Meter Tiefe befördert. Hast du Hops gemacht? Kommentierte die Kommissioniererin mit den funkelnden Augen mein Malheur bloß lächelnd, während der scheinbar ewig schlecht gelaunte Staplerfahrer sich mit einem Ach du Scheiße zufrieden gab. Es ereigneten sich bis jetzt sogar eher lustige oder zumindest unerwartete bis nachdenkliche Momente, wie zum Beispiel, als ich von einer älteren Dame in ein schier endloses Gespräch über ihre kaputte Glühbirne verwickelt wurde und in welchem der mir lange im Gedächtnis bleibende Satz ihrerseits fiel. Alles geht kaputt und niemand hilft einem. Oder als ich von einer kopftuchtragenden Frau in einer mir nicht geläufigen Sprache, wohl aufgrund meiner schwarzen Haare, irgendwas hinterhergeschrien bekam und ich darauf die selten dämliche Replik gab, Entschuldigen Sie bitte, ich bin nicht Türke. Was ein bisschen wie Nicht-Türke als ein Wort klang. Erstklassig. Überhaupt scheine ich geradezu ein Magnet für Kundenfragen zu sein. Energy trinkt nur ohne Alkohol, aber ich brauche einen mit Alkohol. Oder gleich, wo gibt's denn hier Schnaps? Oder, ey Chef, hast du eine Ahnung? Da ich aufgrund der sehr undeutlichen Aussprache des Mannes Ahnung statt Ahnung verstand und partout nicht wusste, was er damit meinen konnte, antwortete ich nur Ahnung, was ist das? Top Antwort, noch nicht mal Ahnung von der Ahnung haben. My life in a nutshell. Und obwohl sich die letzten Abschnitte durchaus positiv lesen, stelle ich mir natürlich abermals und immer öfter die Frage, und dafür habe ich jetzt Kunst studiert? Und was, wenn mich einer meiner ehemaligen Kollegen, haha, im Supermarkt beim Saubermachen der Pfandflaschenautomaten sehen würde? Das machst du also heute? Ja, aber ich mache auch noch ganz andere Sachen. Und das ist bloß in Teilzeit. Und überhaupt, ja. Also ich habe kürzlich ein Bild für 10 lila Scheine. Also 5K, also 5000 verkauft und bin jetzt in der Galerie Schwanz und Lutsch. Dagegen könnte ich natürlich nicht anstinken. Ich frage mich dann immer, ob es bei mir einfach aufgrund mangelnden Talents noch nicht so steil nach oben ging, wie ich mir das eigentlich immer vorgestellt habe, oder eventuell, weil mich schlichtweg fast keiner kennt. Galerien habe ich in letzter Zeit gar nicht mehr angeschrieben und allein schon Fotos von Ausstellungseröffnungen ekeln mich geradezu an. Während zum Beispiel meine Ex-Kommilitonen vermutlich freitags von Vernissage zu Vernissage rennen und in aufgesetzter Heiterkeit vor Kunstwerken mit Getränken für ihre Instagram- und Facebook-Accounts posieren, sitze ich meist nur wenige Straßen weiter zu Hause, schaue mir den Gronkh-Livestream oder YouTube-Videos an und fühle mich gut unterhalten. Außerdem will ich meine Kunst eigentlich auch gar nicht verkaufen. Ich fände es irgendwie merkwürdig, als jemand, der den künstlerischen Eigenwert in Frage stellt und größtenteils über Fremdwerke seine Kunst generiert, dann wiederum sich eben im Moment des Verkaufs letztlich grundlegend selbst zu widersprechen.
Und Stipendien und Residencies kamen für mich nie in Frage, da jegliche Art von Wettbewerb oder Juryauswahl eine Abänderung oder Abdämpfung von Kunst darstellen, wie ich es einem Bekannten erst kürzlich und mir selber unerwarteterweise recht deutlich formulierte, nachdem dieser mich auf eine Ausschreibung aufmerksam machte. Oder liegt es eventuell daran, dass ich mich langsam immer weniger für Kunst interessiere? Auf Tumblr entfolge ich immer mehr Kunstblogs und war schon seit Ewigkeiten in keinem Museum oder ähnlichem mehr gewesen. Andererseits habe ich immer noch übelsten Bock, Kunst zu machen. Tausende Ideen und Dutzende Texte dahin stehen und meinen Plan, 50 Kunstwerke zu machen, habe ich im letzten Jahr tatsächlich auch einhalten können. Und auch für die nächsten 12 Monate sind 25 geplant, dazu wieder 50 Gedichte und diesmal wirklich die 5 EPs, die ich letztes Jahr einfach nicht gepackt habe. Vielleicht liegt es ja daran, dass mich der Großteil an aktueller Kunst einfach nur noch anödet. Die meisten scheinen derzeit irgendeinem vermeintlichen Trend hinterherzurennen und unter jeder Bedingung mit ihrer Kunst Geld machen zu wollen. Obwohl das noch nicht mal mein Hauptankreidepunkt wäre, schließlich hätte ich auch nichts dagegen einzuwenden, mal reich und berühmt zu sein. Was mir fehlt, ist das Aufbegehren, die Wut, die Positionierung, das Eigenleuchten, das Übermaß! Naja, Aufbegehren, Wut, Eigenleuchten, Übermaß. Morgen geht es jedenfalls erstmal wieder ab ins Leergut-Kabuff. Und dann? Genau, alles wie immer. Keine Ahnung.